So, hallo zu einem neuen E-Bag. 62 sind wir schon. Kleinigkeit aus China von AliExpress. Riesen Tüte mit viel Luft. Schauen wir mal, was drin ist. Ich glaube, das sind wieder so zwei Dollar-Artikel. Drei Stück. Okay, das hier ist einfach ein Card-Reader. Ich denke mal für 2 Dollar probierst das Ding aus. Es soll USB 3.0 sein. Also ich erwarte mal so 50 bis 100 Megabyte die Sekunde. Für MicroSD und NormalSD. Das tja, bringt jetzt natürlich herzlich wenig. Ich guck gerade, ob da. Das sieht man so nicht, ne? Wieso muss das immer so? Hinten sind auf jeden Fall noch mal. Oh, jetzt bin ich auch blind. Okay, ich sehe gerade nichts. Hinten sind auch noch mal Kontakte drin. Das scheint USB 3.0 zu sein. Und ich würde das jetzt einfach mal antreten lassen und irgendein Pfeil lesen und schreiben. Nein, lesen und schreiben wird kein großer Unterschied sein. Ich soll mal nur lesen. Den hier gegen einen Transcend, den ich schon habe und den ich gut finde und ja, der ja fast doppelt so breit ist. Nee, nicht ganz, oder? Aber schon wesentlich breiter. Und irgendwie muss da ja vielleicht, auch preislich ist da ein Unterschied. Schauen wir mal. Das hier zur Seite. Ach ja, der Platz. Schauen wir mal, was da mit der Batterien drin. Ich glaube schon. Vom Gewicht her. Also der Transcend bringt 9,8 Gramm auf die Waage und der China Stick 6,3. Ist also ein bisschen leichter. Also das ist alles ziemlich wurscht. Das Format wäre sogar noch schöner, wenn es dieselbe Leistung bringt. Ist halt wichtig, dass das USB 3 ist und flott. Und ich lasse da jetzt einfach mal, wie heißt das Dings da? Crystal Disk drüber laufen. Einmal mit dem, auf dem USB 3 Port. Dann bin ich gleich wieder da und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Ob das wirklich USB 3 ist und wie der Durchsatz ist, ist ein Unterschied. So, da bin ich wieder. Also, ja, die Anschlüsse sind gleich. So ziemlich. Hier ist oben und unten halt. Die gehören beide so rum. Ja, nimmt sich nichts. Ich glaube, da wird ein ganz klein bisschen wärmer. Eine blaue LED drin, die man gut erkennen kann. Aber interessant ist ja, ist das USB 3 und was taugen die Ergebnisse? Und okay, hier sind die Ergebnisse. Und wir haben beim Transcend Qualitätsprodukt. So, 99 Megabyte die Sekunde beim Lesen und 67,5 Megabyte beim Schreiben. Und bei dem China-Teil 85,8 beim Lesen und 67,5 wieder beim Schreiben. Also, beim Schreiben würde ich mal sagen, das ist hier die Begrenzung durch die MicroSD, ist eine Samsung MicroSD Evo Select
Wo ist die? So sieht die aus. Wupp. Komm her. Da. Die da ist das. Select. Das ist ja 30 Megabyte schafft die. Und ja, sie schafft Samsung gutes Zeug. 67. Und das schaffen beide Sticks. Und der Stick hat wohl so seine Maximum bei 85,8 Megabyte die Sekunde. Und der schafft hier knapp 100. Also muss man sagen, der Stick hier taugt für den Preis. Auf jeden Fall. Kostet 2 Euro. Und ich glaube, der war, ich weiß es nicht mehr, 5, 6, 7, 10? Ich guck mal kurz für euch. So, hab geguckt. Der hier kostet 9,96 Euro im Transcend Shop auf Amazon aus Deutschland. Der kostet gerade Dollarkurs 1,88 oder sowas. Schon ein Unterschied, ne? Da kriege ich 5 für den. Hat hier noch eine Schutzkappe, die nicht schlecht ist. Das Format ist gut. Es könnte sein, dass der dann, wenn man übermäßig dann doch ein bisschen heißer wird und sich dann abschaltet. Wahrscheinlich aber nicht. Und das Fake-Huhn kann im Hühnerstall bleiben. Das Ding taugt. Ist USB 3. Sind jetzt hier irgendwie nur 85 statt 100 Megabyte. Aber damit kann man zufrieden sein. Ich sag mal so, für den Preis kann man es nicht besser machen. Da war jetzt auch im Angebot, kann sein, wenn der jetzt so 2 Euro kostet, dass der dann 4 normal kostet. Ist immer noch die Hälfte. Ja, oder ihr kauft euch einen Transcend aus Deutschland, ist dann schneller da über Amazon. Wenn ihr noch Prime habt, braucht ihr keine extra Versandkosten. Oder ihr lasst euch, das habe ich letztens mitgekriegt, ihr lasst euch das an so einen Amazon-Locker schicken. Das ist auch so eine Paketbox, so eine Paketstation, wie die Deutsche Post es hat. Oder an die Paketstation von der Deutschen Post. Und dann, wenn ich richtig informiert bin, ich habe es versucht zu machen letztens bei dem Lavazza. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Espresso-Bohnen, den trinke ich ganz gern. Der kostet mal normalerweise immer 15 Euro, da war er bei 10 Euro bei Amazon. Und da dachte ich, naja, ist unter den, früher waren es 20, jetzt sind es glaube ich 35 Euro Mindestbestellwert. Aber dann wollte ich mir das an die Poststation. Das hat aber gedauert. Weil da musste ich dann die ab- und die freischalten und dann das Passwort. Meine Mädchenname der Mutter oder irgendwie was anderes, was ich nicht mehr wusste, und dann hatte ich das zweimal falsch und dann, nee, dann ist ihre Handynummer, da war meine alte Handynummer, eine neue konnte ich nicht eingeben, und zum Schluss haben sie mir einen Brief geschickt, den ich dann scannen musste, und bis das dann alles durch war, war das Angebot bei Amazon schon wieder lang weg. Dafür habe ich jetzt irgendwie eine Stunde Arbeit gehabt, um das Ding freizuschalten und die App runterzuladen und den ganzen Sheet und, naja, okay, Rezession reinschreiben auch noch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ohne Garantie, dass das dann klappt, wenn ihr dann einen Transcend Stick für 10 Euro kauft an die Packstation, dass das wirklich nichts kostet, aber das seht ihr dann. Also ich habe das in der Bestellung ja auch gesehen, das war dann versandt kostenfrei und ja, was soll denn noch hinterherkommen? Als kleines zweites Teil. Den haben wir ja schon so oft gehabt. So oft? Ein, zwei Mal. Aber ich finde das toll. Und wenn ich mal wieder was brauche zum Mitbestellen, ist das einer meiner Top-Kandidaten, wenn den mal wieder für 2 Euro gibt. 2 Dollar. Es ist eine kleine LED Taschenlampe. Mit so Klarsicht, aber ich glaube, das
Das leuchtet dann im Dunkeln, wenn es mit UV anstrahlt. Sieht jetzt billig aus. Aber das Ding ist echt nicht schlecht. Das habe ich an meinem Schlüsselbund. Da baumelt das rum. Wenn ich dann beim Geocache habe ich immer eine Taschenlampe dabei. Die packt man nämlich doch nicht ein oder macht sie an den Gürtel. Man hat immer noch mehr Zeug am Gürtel. Habe ich früher gemacht, da hatte ich meinen Victorinox Schweizer Messer dabei. Dann hatte ich nochmal so eine Zange dabei, so ein Multitool. Dann hatte ich nochmal eine 18650er oder so mit zwei AA-Batterien, so eine Phoenix. Eine Taschenlampe und dann noch das Handy und das GPS-Gerät und den Magnetstab. Ah, der ganze Gürtel voll. Hat mir die Hose immer runtergezogen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, es hat ja auch irgendwie aufgehört beim Geocachen mit diesen ganzen Spezialitäten, dass man dann auf einmal eine UV-Lampe braucht. Die waren natürlich dann auch noch dran. Also das waren zehn Sachen, die da irgendwie ringsrum an meinem Gürtel waren. Ich war vollgepackter als so ein Polizist, die alles Mögliche da dran haben. Und das zieht natürlich die Hose runter. Und das Ding, das sieht jetzt billig aus, aber es ist hell. Also ich habe ja hier eh schon die Videobeleuchtung an. Ich glaube, lang drücken. Ja. Das ist der Turbo-Modus und der ist ziemlich hell. Und ansonsten kann ich zweimal drücken. Ist hier so ein Nachtsparmodus. Dann Stufe 2. 3 reicht, um ohne den Weg auszuleuchten. Und das ist dann hell. Und ich glaube, langdrücken ist dann noch irgendwie Turbo, noch mehr heller. Das Gute ist, man muss zweimal drücken. Und erst dann geht das los. Und dann langdrücken zum Aus, glaube ich. Und die ist nicht so einfach auszulösen. Das A gut. Und zum Zweiten hat ein gutes Clickpoint, sage ich mal, Glückgefühl. Und man muss dann zweimal. Er merkt sich auch die letzte Stufe, auch sehr schön. Und wenn ich jetzt hier dreimal, habe ich sogar noch mehr. Eine weiße LED, die auch nochmal ziemlich hell ist. Die kann dann auch noch blinken. Dann habe ich hier eine UV-Lampe oder sowas in der Art. Ob das nun UV ist, weiß ich nicht. Aber zur Not beim Geocachen werde ich da eine UV-Schrift lesen können. Muss ich halt dann nah dran halten. Ist jetzt nichts für die Ferne. Und dann habe ich hier nochmal rot. Und rot blinkend. Und dann habe ich hier Police, Police. Was? Die wechselt dann auch noch. Was ich dann, sagen wir mal, ich bin nachts auf der Landstraße unterwegs und habe das Ding jetzt an der Seite und das macht immer blub blub, da fährt mich dann nicht so schnell ein Auto um und die sehen mich dann. Ich kann natürlich hier auch dieses weiße Blinklicht nehmen oder ich glaube, das ist nicht wirklich ultraviolett. Weiß ich nicht. Hat aber irgendwie alles drin. Ich glaube, es ist wieder lang zum Ausmachen und zum Anmachen. Zweimal drücken, dann kommt hier wieder das letzte Eingestellte. Und lang ist wieder aus. Total praktisch für 2 Dollar. Und der Akku ist nur auch nicht so klein. Weiß ich nicht, was hat der? 300, 400 mAh? Naja, eher 300. 250, 300. Und wenn das Ding... Das Plastik ist gar nicht so undick. Also, das sollte nicht so schnell abbrechen. Das kann man hier natürlich auch abmachen und der Magnet ist auch noch dran. Hat sogar ein Magnet ist dran, falls man am Geocache ein Magnet bräuchte, um zu gucken, ob irgendwas magnetisch ist. Selbst das hat man dabei. Also und aufladbar hier mit diesem Gröpsel. In USB-C sogar. Die Kabel sind immer witzig. Ja, ich finde die total praktisch. Da habe ich mir da noch mal eine bestellt. S11M300. Manchmal gibt es die dann für 2 Dollar. Und dann habe ich immer so ein bisschen Probleme gehabt mit
mal Mikrofon. Und das ist auch wieder ein 2-Dollar-Artikel. Und hatte immer das Problem, das war zu leise oder dann habe ich eine Verlängerung gehabt und habe die dann eingesteckt. Und dann war der Kontakt bei der Verlängerung nicht so toll. Und dann haben mir die Leute beim Voice Chat gesagt, wir können dich nicht verstehen. Dann habe ich da so ein bisschen in der Verlängerung gedreht, diese Klinkenbuchse. Und das gemacht, sagen die. Und dann, ja, jetzt kann man dich verstehen. Also wenn das bestimmt ganz klein bisschen rausgezogen und in der richtigen Winkel. Und dann, ah je, na. Da musst du dann auch noch irgendwie alles Mögliche einstellen. Und das gilt dann, also die Lautstärke und die Verstärkung und was weiß ich. Und da dachte ich, probierst du doch mal eins mit USB aus. Weil da muss ja im Prinzip eine Soundkarte mit drin sein. Und da musst du nicht über das interne Mikrofon, da habe ich ja auch immer ein Problem, da habe ich dann das eine Mikrofon und dann habe ich noch ein anderes Mikrofon. Und scheinbar stellt sich das um und dann bin ich dann irgendwo in Jiggity oder wie diese Voice-Chats da heißen, diese Videokonferenz-Dings. Und ja, ich höre dich nicht. Ja, und dann war wieder das falsche Mikrofon. Und ich habe jetzt so die Hoffnung, das stöpsel ich ein, das wird sich als Soundkarte anmelden. Da ist dann gleich ein Analog-Digital-Wandler drin, der das dann zum USB-Signal macht und das dann an den PC delivert. Das heißt, ich habe dann eindeutigen Namen, China USB-Mikrofon oder sowas. Und nochmal eine Soundkarte oder so. Und die Übertragung ist ja dann hier kurz und direkt. Und ich kann das vorne in den Micro-USB, in den Front-USB von meinem PC reinstecken. Und ja, da sitze ich dann eigentlich auch ziemlich, der steht bei mir, der Desktop steht bei mir auf dem Desktop. Auf dem Desk. Und wenn ich dann so, ich sag mal 80 cm Meter hätte, Schnur, wäre das alles wunderbar. Und dann kann ich mir das, kommt natürlich auch drauf an, wie sich das anhört, aber dann hätte ich zum Beispiel nichts, was da reinfunken kann und nicht der PC muss es nochmal machen, das macht das Ding gleich und es ist fort ab hier, ist es halt digital. Ja, das sind Anforderungen. Alles, was ich mir gewünscht habe für 2 Dollar, was ich denke, was es da so gibt. Und, ach guck mal, es ist ein kleines sexy Bag dabei. In Grau. Ja, nicht schlecht. Und? Also scheint nicht der letzte Rotz zu sein. Wenn es hier schon mal Velcro-Tape oder wie die Dinger heißen. Und wenn es jetzt noch einen Meter hat, ja, von hier. Das seht ihr gar nicht, ne? Hab ich irgendwie reingesunken? Ne. Dann machen wir das hier, okay. Also bis hier sind 40 Zentimeter. Zum Ende. Und dann hier. Guck mal, das sind 80. Das sind 1,20 Meter. Und dann kommen da nochmal 25 dazu. Das ist 1,45 Meter, fast 1,50 Meter. Also das reicht auf jeden Fall. Das Kabel ist jetzt halt, ja, nicht so der Hit. Dann hat man es hier zum Anklemmen. Das geht sehr schwer. Sehr schwer. Und hier hat man dann das Mikrofon. Ach, das ist von da. Okay. Oft hat man das ja in der Seite. Ja. Ein kleines Kondensatormikrofönchen, würde ich mal sagen. Dann kriegt er hier seinen Power drum. Von dem USB-Port. Und ja. Ich würde das jetzt einfach irgendwie mal am PC anstecken, ausprobieren
mal was in Outer City aufnehmen. Gucken, wie das geht. Und mit dem Auswählen von dem Port. Gucken, was es dann noch so alles gibt. Und euch dann erzählen, wie die Installation ist, ob die einfach ist. Und wie sich das anhört und ob das zu leise ist. Meistens hat man das Problem, ist zu leise für die Aufnahme. Problem ist natürlich, es geht nur für den PC oder für den Laptop. Also da ist dann nichts irgendwie mit fürs Handy oder so. Aber dafür habe ich andere, mit denen habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht. So, hier haben wir also eine omnidirektionales, also in mehrere Richtungen wirkendes Kondensatormikrofon mit außerordentlich gutem Signalrauschabstand. Jetzt mal übersetzt und verbessert die Übersetzung. Ja, okay. Tie Clip, da kannst du ja an die Krawatte machen oder halt ans T-Shirt. So flexibel ist das Kabel leider nicht. Mal gucken, ob das riecht. Ne, riecht aber auch nicht. 1,50 Meter, ja, oder 1,45 Meter. Anti-Tensile and Anti-Friction. Achso, das ist so ein bisschen gummiartig. Das ist wahrscheinlich, damit das nicht sich hier dran dann, wenn man hier so an dem Kabel reibt, sich dann diese Vibration in das Mikrofon und dass man das dann hört. Metal Connector, das ist Metall? Stimmt. Cable Protector. Mhm. Und hier so ein Velcro. Und ein Tütchen gibt es auch noch. Alles für 2 Dollar. Das kann doch nicht wahr sein. Modell JBC 055. Okay, ich probiere da mal. Und dann melde ich mich gleich wieder, ob das taucht oder ob das Schrott ist. Ja, kurzum. Ist Schrott. So hochwertig das auch irgendwie aussieht von außen. Es taucht nichts. Es ist immer so ein im Hintergrund. Auch wenn man überhaupt nichts sagt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber das kann es ja noch nicht sein. Also es ist der totale Reinfall. Und komplett nicht zu gebrauchen. Er findet zwar unter Windows 7 jetzt hier den Treiber einmal. Zuerst hat er ein USB-Verbundgerät. Das heißt also, da sind mehrere Geräte darunter. Dann hat er ein USB-Eingabegerät gefunden. Und ein ABX13 USB-Audio. Und da hat er dann schon ganz ordentlich gesucht. Da. Aber das liegt wahrscheinlich eher an diesem Windows Datenbank. Und ja, dann hat der... Habe ich eine Aufnahme gemacht und der spinnt er total. Da war dann mal wie als wenn du in so einem Raumschiff da mit Ionenantrieb dahin gleitest und das ist furchtbar laut. Ich kann das ja mal abspielen. Dazu müsste ich jetzt das Handy aber mal rübernehmen, so ein bisschen zumindest in die Richtung. So, ich habe das jetzt mal hier hingelegt, dass es so ein bisschen beim Lautsprecher ist. Und jetzt drücke ich mal Play, was ich da so aufgenommen habe bei Outer City. Aufnahmetest 1, 2, 3, 4. Ganz normal am Klavier. Und jetzt nagge ich den Kopf. Und spreche so ziemlich direkt da rein. Und jetzt nehme ich das nochmal und spreche jetzt echt nur mit 2-3 cm Abstand da rein. Halt das
direkt vor meinen Mund. Okay. Das soll es gewesen sein für den Test. Das ist doch total schrecklich, oder? Dieses. Oh, das kannst du keinem antun. Also wenn du damit irgendwo in der Videokonferenz auftauchst, dann schmeißt es dich raus. Keine Ahnung, wie man das so vergeigen kann. Irgendwie kaputten Digital-Analog-Konverter eingebaut oder eine Brummschleife drauf oder. Schade drum. Aber das Ding ist Schrott. Das kannst du so nehmen und wegschmeißen. Naja, das Ding hier kann man noch benutzen. Vielleicht kann man ja auch das Beutelchen für irgendwas benutzen. Aber der Rest ist unbrauchbar. Also, geht überhaupt nicht. Ja, das war's dann mit dem Mailback. Was hatten wir? Nochmal kurz zusammenfassen. Ein schreckliches Mikrofon als letztes. Ein guten USB 3 Stick mit Micro SD und Normal SD. Der 85 Megabyte die Sekunde schafft. Und wirklich USB 3 ist. Und das taugt. Und das bei mir sehr beliebte Taschenanhänger-Dings da. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Mailback wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Und drückt die Glocke, dann kriegt ihr Benachrichtigung, wenn mein nächstes Mailback-Video draußen ist. Oder mein anderes von mir. Macht gut, bis dann. Und tschüss.